Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es wieder einen Vlog. Ich denke auch mal irgendwie bei den nächsten so ein, zwei, drei Tage. Und ich starte jetzt hier gerade schon mit Mittagessen und dachte, das kann ich euch eigentlich mal zeigen. Es gibt Ofenkartoffeln, also Süßkartoffeln und normale Kartoffeln mit Tzatziki. Und ich stelle jetzt mal die Kamera auf und kämpfe jetzt gleich mal mit der Süßkartoffel. Die sind ja immer so, also ultra hart, aber wir haben zu Weihnachten ganz tolle Messer bekommen. Solche großen Küchenmesser werdet ihr gleich sehen. Und damit denke ich, kann ich ganz gut die Süßkartoffel klein kriegen, hoffentlich. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours. So, keine Ahnung, wie lange das jetzt drin bleiben muss. Nach Gefühl würde ich sagen. Die Kartoffeln sind fertig. Eine halbe Stunde waren die tatsächlich nur drin. Es geht recht schnell. Ja, und in der Zwischenzeit habe ich für Ostern Tickets gebucht fürs Tropical Islands. Das sind ja, also es ist unsere absolute Ostertradition. Da waren wir jetzt jedes Jahr zu Ostern seit, ich weiß nicht, 2, 3, 4 Jahren, keine Ahnung. Ist halt unsere Tradition so. Ich habe für Karl Badehosen bestellt, weil wir haben die neulich alle anprobiert, da passt keine mehr und es wird jetzt, also die kommen noch vor Ostern, also bin ich mir sehr sicher, stand zumindest da, aber das war jetzt schon wieder last minute, sonst hätten wir nochmal irgendwie in den Laden fahren müssen oder so und dafür habe ich eigentlich gar keine Zeit, beziehungsweise auch gar keinen Nerv. Das ist jetzt erstmal Karls Essen und meins mache ich später, also gleich. Mit Tzatziki und, oh, ich habe so einen Hunger, na, ich liebe so Ofenkartoffeln. Und so sieht dann mein Essen aus, nicht ganz so spektakulär, aber wird super lecker. Always on my work 9, if the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. So, und das ist jetzt der Plan. Dafür muss ich aber noch ein paar Vorbereitungen treffen. Zum Beispiel habe ich Butter immer da in eingefroren. Die hält sich ja dann auch lange, also muss ich ein bisschen Butter auftauen. Dann muss ich erstmal die Kastenbrotform finden und sauber machen. Genau, und den werden wir natürlich, zeige ich euch nachher, viel hübscher dekorieren als so. Ich habe bei Lidl, wo ich auch diese Osterbackmischung, diese hier geholt habe. Dort gab es auch richtig schöne Deko, zeige ich euch dann auch. Der Kuchen ist soweit erstmal fertig. Ich sehe aber gerade keine Chance, den hier auf den Teller zu kriegen, ohne dass er in 1000 Teile zerfällt. Deswegen wird jetzt erstmal abkühlen. Und dann habe ich einmal Mini-Marshmallows und ganz, ganz hübsche Streusel. Hier ist Karls Abendbrot und wir dekorieren gleich. Irgendwie ist meine Kamera dreckig. Auf jeden Fall dekorieren wir gleich den Kuchen. Hier ist die Glasur, die liegt im heißen Wasser. Noch ein paar Minuten, das ist dieser weiße Beutel. Und dann kommt zuerst die Marshmallows drauf, also erst die Glasur, ich will immer Klausur sagen, ich bin ein bisschen traumatisiert, glaube ich. Klausur? Klausur, ja. Dann kommen die
Marshmallows drauf und dann diese kleinen Streusel, die verteilen sich dann hoffentlich zwischen den Marshmallows und wir dekorieren den hier drin, weil ich kriege den nicht raus, ohne dass er auseinanderfällt. Wir müssen den, also wir dekorieren den dann, lassen den fertig abkühlen und dann schneiden wir hier auch Stücke, die wir hier mal so einzeln rausnehmen und dann essen. Geht halt leider nicht anders. Sieht unser Kuchen jetzt aus. Und ja, vielleicht haben wir ein bisschen übertrieben mit Streuseln, aber dafür wird es umso leckerer. Und der kommt jetzt schnell in den Kühlschrank, damit es alles schön fest wird. Wie jeden Tag bin ich hier wieder am Saubermachen und ich wollte euch eben mal zeigen, was gestern angekommen ist. Und zwar sind wir hier am Puzzeln, sogar mit ja, professionellem Lichtsetup, weil das Licht ist hier wirklich sehr schlecht. Also mit der Lampe kann man gar nicht puzzeln. Und hier in der Lampe ist eine Glühbirne drin, also die mag ich überhaupt nicht. Die macht auch sehr warmes Licht und so. Aber so ist der Stand. Ist also, ich meine, es sind die einfachen Stellen, ne? Was wir jetzt hier schon gemacht haben und auch in Teamarbeit, aber an sich, also ich finde es eigentlich ganz nett. Und ich werde jetzt aber erstmal hier sauber machen, wie jeden Tag, Grundordnung reinbringen und ja, heute sollen auch die Ostergeschenke ankommen, zum Glück. Alles noch rechtzeitig. Und morgen oder übermorgen, später darf es auch nicht sein, kommen Badehosen für Karl, die ich noch last minute bestellt habe, weil Tropical Islands steht an und ich glaube, das habe ich schon erzählt, er hat einfach keine einzige Badehose, die noch passt. Nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land. Also mir ist gerade aufgefallen, dass ich wahrscheinlich in jedem Video immer dasselbe Oberteil anhabe jetzt, also diesen Pullover hier. Das finde ich ziemlich lustig. Der wurde halt immer wieder gewaschen. Das ist dieser Pullover, der die extremen Fusseln verliert. Oh, das mit dem Licht ist hier gerade irgendwie nicht so schön. Genau, und ich habe den alle möglichen, also mal auf links gewaschen, in Trockner getan und solche Sachen, damit der endlich mal aufhört zu fusseln. Und das hat jetzt funktioniert, auf jeden Fall, deswegen trage ich den ständig. Weil er halt immer wieder aus der Wäsche kommt und ich den total cool finde. Und bald wird es sehr warm, dann kann man nicht mehr ja, so ein Dings tragen. Jedenfalls kamen jetzt gerade die Ostergeschenke für Karl. Oh, die habe ich hier sauber gemacht. Ganz toll. Sind wir gespannt. Was haben wir hier? Einmal einen Obststand. Ach ja, genau. Dann die Kasse. Also das. So, vielleicht mit Einkaufswagen und so. Sehr hübsch. Und ein Brotstand, beziehungsweise Brotverkäufer, Backstand, was weiß ich. Sehr süß. Ja, dann haben wir ja noch diese Socken, die ich gezeigt hatte im letzten Video. Und es gab das ist aber schon ein Stückchen her, vor ein paar Tagen, bei Lidl so Paw Patrol Fahrzeuge, so recht klein. Also einmal die Figuren, das Fahrzeug. Da habe ich noch eins geholt, so ein Marshall. Und da war ich irgendwie total verwirrt. Ich dachte die ganze Zeit, dass Marshall sein Lieblingshund ist. Ich glaube, es ist aber Chase. Aber in dem Laden war ich fest davon überzeugt. Deswegen habe ich Marshall geholt. Aber also er freut sich über alle
von den Tieren. Jerome Brandon, damn. I feel like no one takes accountability. They want the credibility. Convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be fucking sour. Take a cold shower.